In diesem Video geht es nochmal um ein Thema zur Fährte. Unter einem der letzten Videos hatte mir Giro einen Kommentar dagelassen, ob ich mal zeigen kann, wie das mit den Tritten, insbesondere auf Wiese, funktioniert. Und genau das will ich jetzt mal behandeln, weil da habe auch ich mit Willi anfangs Fehler gemacht. Und los geht's. Zuvor noch ganz kurz der Hinweis, nächsten Sonntag gibt es hier ein Kurzvideo zu Willis Zuchttauglichkeitsprüfung. Das Ganze dauert 3 Minuten. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal. Jeden Sonntag gibt es hier ein Video. So, grundsätzlich muss man ja sagen, dass Fährten, Hunde Verletzungen am Boden wahrnehmen, erschnüffeln und nicht irgendwelche Partikelchen, die sonst wo in der Luft schweben, wie das beispielsweise Mantrailer machen. Und bei der Fährtenausbildung wird deshalb am Anfang bei den Tritten darauf geachtet, dass die Bodenverletzung durchaus nennenswert ist und dass es keinen Abriss gibt. Das habe ich anfangs auch falsch gemacht. Also richtig würde man so anfangen, einen Tritt und den nächsten Tritt direkt neben dem, ich zeige das nochmal hier, da kann man es besser sehen, also direkt so gänsefüßenartig einen Tritt nach dem anderen, ohne einen Abriss, obwohl ja in der Prüfungsordnung steht, dass die Fährte in normaler Gangart gegangen werden soll. So ist ja keine normale Gangart. Aber für die Ausbildung würde ich es auf jeden Fall so machen. Ich habe es mit Willi so gemacht anfangs. Also eher Richtung normale Gangart. Und das hat nicht funktioniert. Der Willi hat als Welpe hier diesen Abriss nicht verarbeitet bekommen. Also so wäre in der Ausbildung richtig. Und durchaus auch hier mit Schmackes den Fuß runter, damit eine Bodenverletzung entsteht. So, dann in der Folge würde man halt eine kleine Fährte, 10, 15 Meter, wie ich das beim Video mit Santo gezeigt habe, so treten und das dann eben entsprechend ausweiten. So, mit Willi bin ich jetzt nach einem Jahr natürlich auch schon ein bisschen weiter. Wenn ich mit dem Willi heute eine Fährte mache auf Wiese, dann ist die auch noch, der Tritt auch noch deutlich und stark hier reingetreten, damit eine Bodenverletzung entsteht. Aber ich habe hier einen kleinen Abriss, wie man sieht. Ja? Ich bin noch nicht an dem Punkt normale Gangart. Normale Gangart wäre vielleicht so, ja, sondern ich habe hier einen kleinen, moderaten Abriss. Der Abriss wird bei mir mit der Zeit auch größer. Also irgendwann geht der Abriss mal in eine Richtung normale Gangart, ja, was dann vielleicht so wäre. Aber aktuell ist der Abriss halt noch ein bisschen kleiner. Und das ist für den Sport überhaupt kein Problem. Weil sind wir mal ehrlich, beim Sport, die meisten Fährten, die werden so gelegt. Also meilenweit weg von normaler Gangart. Ja. Das wird bei einigen Verbänden total toleriert. Bei anderen Verbänden kann es vorkommen, dass der Richter sagt, hey Fährtenleger, jetzt gehen Sie mal normal. Ja, und dann geht der Fährtenleger 20 Schritt vielleicht ein bisschen normaler, stampft aber trotzdem ordentlich auf, damit es eine Bodenverletzung gibt und geht dann wieder, macht dann wieder weniger Abrisse, einfach um es dem Hund leichter zu machen. Deswegen ein kleines Stückchen Abriss ist, denke ich, im Training in Ordnung. Wenn man noch einen Schritt weiter gehen will und wirklich prüfungsordnungskonform ausbilden will, dann kommt man nicht drum rum, irgendwann auch mit einem größeren Abriss zu arbeiten, weil hier das wäre jetzt ein normaler Schritt. Und da ist ja fast
auch eine Schuhlänge nochmal zwischen. Und an der Stelle bin ich mit Willi aber noch nicht. Und wenn ich das mache, mache ich das nur zum Spaß, weil im Sport ist mir nicht bekannt, dass Fährten gelegt werden, wo wirklich hier so ein Abriss zwischen ist. Da haben wir vielleicht maximal so einen Abriss hier. Das ist das Thema Fährte und Tritte auf Wiese. Ja, und im Grunde war es das zum Thema Tritte auf Wiese. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dir was gebracht. Nächsten Sonntag gibt es das nächste Video. Also nicht vergessen, Kanal abonnieren. Danke für deine Aufmerksamkeit.